darf ich vorstellen, das ist Sunny. Ich habe gerade erfahren, dass die Sunny schon mal jemanden gebissen hat. Also ich muss doch ein bisschen vorsichtiger sein, als ich gedacht habe. Ich bin heute in Berlin, in Europas größtem Tierheim. Hier leben 1400 Tiere, die ausgesetzt worden sind oder abgegeben worden sind. Ich hatte früher auch einen Hund und eine Katze und manchmal sehne ich mich echt noch nach einem Haustier. Und deshalb finde ich heute mal raus, wie das eigentlich funktioniert mit der Tiervermittlung und ob ich am Ende des Tages mit einem neuen Hund nach Hause gehen könnte. Ich treffe jetzt Aileen, die ist 25 und Tierpflegerin und sie arbeitet im Struppi-Haus. Da kümmert sie sich darum, dass die Vierbeiner ein neues Zuhause finden. Morgen, hi! Du bist Aileen, ne? Genau. Hi, ich bin Hanna. Hallo Hanna. Ich greife dir heute die Arme. Ja. Erstes beginnen wir mit dem Reinigen der Innenboxen. Ich würde sagen, okay. Wir starten auch am besten. Okay, alles klar. Und legen los. Gut, cool. Also am besten folgst du der Vivi einfach. Ich gehe jetzt außen rum, dass die Hunde rausgelaufen kommen und die Vivi macht dann die Schieber zu, damit wir drinnen gefahrenlos und in Ruhe sauber machen können. Alles klar, ich helfe, wo ich kann. Genau. Einfach hochschieben? Nee, der Hund ist noch nicht draußen. Ach so, ja, stimmt, sorry. So, jetzt. So, jetzt. Und dann hier noch den Schieber rein. Mhm. Der hier ist draußen. So. Und jetzt hier da in dieses hier rein. So? Genau. Okay. Wir machen jetzt gleich alles sauber, richtig, ne? Das genau. Ist, wir machen jetzt alles richtig picobello sauber. Bei Jack ist es auch wichtig, dass alle Decken rausgenommen werden, weil der pullert die immer voll. Okay. Und dann einfach in den Eimer rein. Und dann das ist die erste Herausforderung. Ja, das ist schon ein bisschen Herausforderung. Ja. Ja. Was hat der Jack für eine Geschichte? Er wurde sichergestellt. Er war kurz vorm Verhungern gewesen mit 18 Kilo. Und den haben wir jetzt schon auf 24 Kilo aufgepäppelt. Und sichergestellt bedeutet einfach, der wird wahrscheinlich vorher nicht gut gehalten worden sein. Also das hat man halt auch gesehen. Er war stark unterernährt. Bei Jack ist es aber so, der hat Interessenten und der wird nächstes Wochenende abgeholt. Ist es so, dass alle Hunde in ihre Räume koten oder ist das, also nee, das ist nicht bei allen so. Die sind also total stubenrein sozusagen. Genau, also ja. Ist, aber im Winter ist es so, dass wir halt die Schieber über Nacht zumachen, wenn es jetzt Minusgrade sind, weil es sonst einfach zu kalt wird. Im Sommer bleiben die komplett offen, dann können die Hunde halt den ganzen Tag raus und rein gehen. Wirklich, ich habe echt nicht sehr Probleme damit, also mit sowas, aber ich habe wirklich gerade kurz Brechreiz bekommen, wirklich. Kurz war mir wirklich übel, weil das ist so viel auf einmal und der Raum ist so klein und es kommt nicht wirklich frische Luft rein. Was kannst du mir über den Hund erzählen? Das ist Sunny. Sunny ist 12 Jahre alt und wurde jetzt vor einer Woche bei uns abgegeben, weil die Besitzerin schwer krank geworden ist und sich nicht mehr darum kümmern konnte. Sunny kann absolut nicht alleine bleiben, ist auch noch ein großes Problem. Okay. Also die zukünftigen Halter sollten wirklich viel Zeit haben. Wünschenswert wäre ein Rentnerpärchen zum Beispiel, die wirklich ganz viel Zeit für den Hund haben. Die treffe ich ja nachher noch, die Sunny, oder? Genau, okay, ja. Gut. Gut. Guck mal, wie sie guckt. Oh, das ist Tyson. Ach, das ist Tyson. Ach so, ja. Sorry, ich war. Tyson ist eine Box ja auch daneben. Süß. Aber Tyson ist auch süß. Aber Tyson ist auch süß, aber Tyson ist nicht so einfach. Tyson hat schon mehrfach gebissen. Do this. Shit, würde ich sagen. Haben wir noch mehr Geruch? Ja. Noch mehr Geruchsneutralisierer. Nein. Jetzt ist es wie ein Bauernhof. Das geht jetzt. Das heißt also, vom Platz her, meinst du, fühlen sich die Hunde hier nicht beengt, eingeengt? Nee, das denke ich nicht. Okay. Weil es ist, also viel ist es nicht, aber du meintest ja, Hunde haben... Was soll ja vorübergehender Aufenthalt werden? Also, muss man sich ja bewusst machen, es soll ein vorübergehender Aufenthalt werden. Und wir haben so viele Hunde hier, also es soll ja kein Lebensabend sein quasi, wo die Hunde hier sterben. Sondern es soll ein kurzer Aufenthalt sein und dafür ist es... ausreichend. Gibt es denn auch Hunde, die ihr nicht vermitteln könnt und die dann auch wirklich bis zu ihrem Lebensende hier sind? Also jeder Hund ist vermittelbar, aber da haben wir auch wieder das Thema mit den speziellen Menschen. Also es gibt schon sehr, sehr schwierige Hunde, wo es auch sehr schwierig wird, ein Zuhause zu finden. Hast du hier einen Lieblingshund? Richtig Lieblingshund würde ich nicht sagen, aber es gibt schon einige, die ich besonders gern habe. Und einer davon hat jetzt auch, ist auch ein schwieriger Hund, der schon seit 2 Jahren bei uns ist. Der hat jetzt sogar Interessenten und der geht nächstes Wochenende nach Hause für 7 Tage auf Probe wohnen. Oh. Und die Leute laufen schon seit 3 Monaten mit dem und oh, ich hoffe, dass es klappt, aber ich bin da zuversichtlich. Es sind genau die richtigen Leute, also cool, für diesen Hund. Woher weißt du denn, ob
derjenige, der interessiert ist an dem Hund, auch wirklich zu dem Hund passt. Ist es auch viel Bauchgefühl? Es ist sehr, sehr viel Bauchgefühl, genau, ob ein Hund zu Menschen passen könnte. Aber es sind auch einfach die Voraussetzungen, ob die stimmen, ne? Also für den jeweiligen Hund. Wie wir halt vorhin schon mal angeschnitten haben, ein Hund, der Kinder gerissen hat oder per se hat, Probleme hat mit Kindern, den kann ich nicht zu Kindern vermitteln. Da muss man halt nach Einzelpersonen gucken und nach Personen, die keine Kinder haben. Ja. Oder eine Sunny kann ich nicht an jemanden vermitteln, der 8 Stunden oder 9 Stunden außer Haus ist, wenn sie nicht alleine bleiben kann. Was man per se nicht machen sollte, weil 8 oder 9 Stunden Hund allein zu lassen, ist einfach wirklich zu lange. Also das ist, wenn man sich selber vorstellt, man kann 8, 9 Stunden nicht auf Toilette gehen und sitzt alleine in einer Wohnung. Also ich kenne Leute, die das machen, aber ja. Ich glaube, man denkt, das ist so toll, weil man arbeitet nur mit Tieren, die sind immer ganz niedlich und dann kann man ganz viel kuscheln und streicheln. Aber es ist auch ganz viel Scheiße wegmachen. Seid ihr eigentlich eher Hunde- oder Katzenmensch? Also ich bin auf jeden Fall Team Hund. Schreibt es in die Kommentare. Gut, dann lassen wir jetzt als nächstes die Hunde rein. Mhm. Dazu machen wir die Schieber auf. Ich gucke immer noch mal vorher die Türen nach, ob die wirklich abgeschlossen sind. Genau. Mhm. Einmal Kontrollgang und dann einfach hochziehen. Was machen wir jetzt? Ist einfach nur runterziehen. Einmal richtig kräftig? Okay. Ja, alles klar. Das für die Arme. Ja. Gut, ich würde jetzt die Sunny geben. Wir gehen jetzt eine Runde mit den Hunden spazieren. Ja. Bei Sunny ist es, wie gesagt, wichtig, erstmal nicht anfassen. Und sie muss erstmal gucken, wer du bist. Hallo, Sunny. Nicht anfassen. Genau, erstmal nicht anfassen. Mhm. Und halt von den anderen Hunden weghalten. Weil da noch nicht bekannt ist, ob sie mit Hunden verträglich ist oder nicht. Mhm. Genau. Die nimmst du jetzt einfach so an der Leine. Schön kurz halten. Fein. Nein, brauchst keine Angst haben, nur erstmal nicht anfassen. Nicht anfassen. Die mag keine gleich von jedem gekuschelt zu werden. Hallo, du möchtest erstmal jemanden in Ruhe kennenlernen. Hallo. Darf ich vorstellen, das ist Sunny. Mal gucken, wie die sich vertragen. Die hatten wir nämlich noch nie zusammen. Ah, okay. Ich war jetzt ganz überrascht. Ich habe gerade erfahren, dass die Sunny schon mal jemanden gebissen hat, weil sie überfordert war in der Situation. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich muss doch ein bisschen vorsichtiger sein, als ich gedacht habe. Die Sunny, die ich jetzt habe, ja. Bellt die immer so viel oder ist sie jetzt gerade besonders aufgeregt? Sie ist besonders aufgeregt, deswegen hechelt sie auch und deswegen rennt sie auch halt von A nach B. Ja, die Zuschauer haben ganz oft gefragt, ob man sich irgendwie auch engagieren kann. Also könnte ich jetzt zum Beispiel einfach bei euch vorbeikommen und sagen, hey, ich möchte gerne mit ein paar eurer Hunden Gassi gehen, möchte euch irgendwie bei der Arbeit unterstützen. Ja. Also wir haben ehrenamtliche Gassigeher, aber bevor man halt ehrenamtlich bei uns Gassi gehen darf, muss man vorher eine Schulung belegt haben. Also heißt, da wird man halt mal geschult, wie man mit Hunden spazieren zu gehen hat, auf was man achten muss, was es für Regeln einzuhalten gibt. Einfach auch aus Sicherheitsgründen, dass nichts passiert. Ja. Was war die schönste Geschichte, die du erlebt hast? Wir hatten letztes Jahr viele schöne Geschichten, weil viele Langsitzer von uns wurden vermittelt. Und die Highlights davon waren eigentlich einmal ein 15 Jahre alter Schäferhund-Mix, der ihn zu Hause noch gefunden hat mit 15,5 Jahren und krank. Was war die längste Zeit, die ein Hund bei euch war? Also das längste war, glaube ich, 10 Jahre. Boah, okay. Also fast ein ganzes Hundeleben, ja. Ne? Wie hat sich Sunny heute gemacht? Sunny hat sich heute sehr gut gemacht. Das war ihr erster Social Walk, ja, oder? Genau, ihr erster. Also das hat sie wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also sie läuft ja auch bei dir super an der Leine. Du bekommst eine Auszeichnung von mir. Erster Platz beim Social Walk. Ja, super. Jetzt bringen wir Sunny in ihre Box und dann geht's weiter. Sehr gut. Wir sind jetzt ja gerade auch an den Katzen vorbeigelaufen. Ja. Habt ihr auch noch andere Tiere hier? Ja, wir haben noch einen Tierschutzbauernhof unter anderem. Wir haben noch ein Exotenhaus. Kann ich die anderen Tiere gleich noch sehen? Das machen wir dann gleich im Anschluss. Okay, super. Was gibt's denn heute Leckeres zum Essen? Genau, also jeder Hund hat halt seinen eigenen Napf mit verschiedenen Futtermitteln drin. Wir wissen halt genau, wer was mag. Und im Anschluss kriegen wir alle noch mal einen kleinen Knochen und solche Kongs. Also das kann man auch für zu Hause gut nachmachen. Das ist wie so eine Art Hundeeis. Da kommt Nassfutter rein und dann werden die eingefroren im Tiefkühler. Und es dient halt auch zur Beschäftigung, weil der Hund muss wirklich das Nassfutter rauslecken. Und das dauert halt ein Weilchen. Also eine halbe Stunde, Stunde hat er damit zu tun. Und den kannst du gleich den Harry geben. Den zeige ich dir nochmal. Das ist der Steph, der vorhin so ein bisschen gesprungen ist. Okay. Und wir fangen hier an. So, ganz schön laut. Dann jetzt wird's ruhiger, jetzt wird's aber ruhiger, weil jetzt gibt's nämlich Fressen. Das
ist ja ich habe Jack richtig viel zum Essen gegeben. Ne? Gut, wie gesagt, kann er vertragen, ja. Man kann wirklich hier richtig gut helfen. Ne? Also man kann hier vorbeikommen, sich für einen Tag sozusagen einschulen lassen und kann dann mit den Hunden hier Gassi gehen und kann die Aileen und ihre Kollegen hier richtig gut unterstützen. So. Wo geht's lang? Da. Exoten- und Reptilienhaus. Da geht's rein? Genau. Wir merken halt auch als Tierschutzverein, dass halt wirklich exotische Tiere immer mehr in Trend kommen. Unser Exotenhaus ist auch schon fast voll mittlerweile. Also wir haben kaum noch Kapazitäten, um Tiere aufzunehmen. Und die Vermittlung ist halt auch etwas schwierig, weil gerade exotische Tiere haben halt besondere Ansprüche für die Haltung. Und man muss wirklich gewisse Dinge beachten und braucht wirklich Erfahrung damit. Ja. Also man muss sich damit wirklich auskennen. Ist das nicht die bei Harry Potter? Gibt es nicht bei Harry Potter eine Boa Constrictor, mit der er spricht? Ja. Vielleicht kann ich ja auch mit ihr sprechen, wer weiß. Du entscheidest, wer welchen neuen Besitzer bekommt. Ist das richtig? Genau, ja. Und hast du da in der Zeit auch was über Menschen gelernt oder viel über Menschen gelernt? Ja, also ich habe viele verschiedene Menschen kennengelernt und mittlerweile habe ich schon eine wirklich gute Menschenkenntnis entwickelt, weil man muss halt auch auf sein Bauchgefühl hören und man muss auch so ein bisschen die Menschen einschätzen können, um dann zu entscheiden, der Hund könnte passen, der vielleicht eher nicht. Tierpfleger bedeutet sich auch, um die Menschen zu kümmern, die halt ein Tier haben möchten. Also man muss halt auch wirklich gut mit Menschen umgehen können. Was gehört eigentlich alles so dazu zum Job der Tierpflegerin? Also es ist ja nicht nur Füttern und Gassi gehen. Ja, nee, es ist auch, also es ist körperlich sehr anstrengend, das muss man wirklich dazu wissen. Man muss wirklich körperlich fit sein und man muss bereit sein auch. Feiertags-, Wochenendarbeit gehört halt alles zum Tierpfleger dazu. Tiere möchten rund um die Uhr beschäftigt und versorgt sein, also ja. Dazu muss man auch bereit sein. Das war heute ja mein Eignungstest quasi. Würdest du denn jetzt nach dem Tag sagen, dass ich eine geeignete Tierbesitzerin bin? Ja, also ich könnte mir das schon vorstellen. Jetzt stellt sich die Frage, wie lange du außer Haus bist. Ja. Das ist nämlich die andere Sache, wie lange der Hund alleine bleiben muss. Oder man nimmt halt einen kleineren Hund, den man überall mit hinnehmen könnte. Ins Büro zum Beispiel. Genau. Aber ich bin auch viel unterwegs und das ist schon wieder die Herausforderung. Aber das ist kein Problem. Wenn man dazu den geeigneten Hund findet, ja. Der damit kein Problem hat, der aufgeschlossen ist, ja. Neues gerne mitmacht, viele Menschen mag, wirklich? Dann kann man sich da auch einen Hund anschaffen, ja. Das ist ja cool. Also du würdest einen Hund in meine Obhut geben? Ich würde einen Hund in deine Obhut geben, ja. Okay, wenn ich jetzt einen Hund auswähle, der auch umgänglich ist und noch nicht gebissen hat und so, und ich war jetzt mit ihm spazieren, dann könnte ich ihn jetzt auch mit nach Hause nehmen? Wenn alle ein gutes Bauchgefühl haben, dann könntest du den Hund heute mit nach Hause nehmen. Für 7 Tage auf Probe wohnen. Und in den 7 Tagen kriegst du halt auch eine Leine, ein Halsband und Futter, kriegst du von uns alles mit nach Hause. Und welche Fragen muss ich mir stellen, wenn ich mir ein Haustier zulegen möchte? Ganz wichtig ist, wie lange muss das Tier alleine bleiben? Bin ich voll berufstätig oder kann ich den Hund mit zur Arbeit nehmen? Das sollte schon abgeklärt sein. Dann schaffe ich es finanziell, das Tier zu stemmen, sei es, wenn es mal krank wird oder die Futterkosten oder die Hundesteuer mehr. Also das ist auch ganz wichtig, die finanzielle Angelegenheit. Dann, was passiert, wenn ich in Urlaub fahre? Wer nimmt dann das Tier? Das ist halt auch eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. Also welche Tierrasse passt zu mir genau, und zu meinen Lebensumständen? Genau, welche Tierart passt zu mir und meinen Lebensumständen? Vielleicht ist also, ja doch noch was mit meinem Hund. Ja, vielleicht sehen wir uns ja wieder, ja, dann kommst du vorbei und wir gucken, ja? Danke, Aileen. Es war schön mit dir. Dankeschön. Schon toll, der Job. Ich habe mich heute schon in den einen oder anderen Hund verliebt und ich bin echt erstaunt, dass selbst ich mit meinen Lebensumständen, ich bin beruflich super viel unterwegs, selbst ich könnte einen Hund halten, er müsste nur eben zu mir passen. Und das ist halt genau der Punkt. Deswegen, wenn ihr euch einen Hund holt, dann geht die Checkliste durch und guckt wirklich, dass es passt. Damit die nicht am Ende hier landen. Wie es unter uns aussieht, also im Untergrund Berlins, das hat sich der Robin angeguckt und hat Kanalarbeiter besucht. Einfach auf dieses Video hier klicken. Ja, genau da drauf, Lotti. Ganz perfekt. Und hier kommt ihr zu dem Video von Y Collective, da wo Smarty gerade drauf ist. Und die haben sich mit der Tiertafel beschäftigt. Die ist dafür da, wenn es nicht genug Geld gibt für Futter und Tierarzt. Beide Videos spannend. Wir sehen uns nächste Woche um Mittwoch um 15 Uhr mit einem neuen Video. Smarty, Moment. Hallo, Smarty.